Hallo erstmal wieder. Wir sind wieder. Die verrückten Truppe. Oder die verrückte Truppe. Mit unseren beiden Lehrlingen. Einmal der Micha und einmal der Lukas. Jo. Moin. Jo. Und Tom und Tiger ist auch dabei. Jo. Oh, ihr trifft jetzt einen ganz schön ab. Die Schwerkraft siegt. Da kannst du nicht gegenlenken. Nee. So, wir haben vorhin in der letzten Folge angefangen. Eine falsche Schieflage, würde ich sagen. Ach komm. Guckst du denn da drauf? Ahnung. Das klingt da ja zu viel. In der letzten Folge haben wir angefangen, mal hier so ein paar Ballen einzusammeln. Abzumachen. Jetzt mal ein bisschen einsammeln wollen. Ballen einzusammeln? Tiger ist schon wieder einen Schritt weiter. Hat sich das schon vorgestellt, dass es schon alles weg ist. Naja. Der denkt schon wieder in ganz der lebt schon wieder in anderen Dimensionen. Das ist zwar voll unrealistisch, mit dem B50 Ballen einzuladen. Na gut. Ah, sie wissen es halt nicht besser, die kleinen Wessis. Das ist eine, das ist ein Fahrzeug mit einer Ladefläche, also kann ich da auch ein paar Ballen drauf schmeißen. Das Ding, aber wir kriegen das schon noch hin mit der kleinen Ballenpresse. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Irgendwo haben wir die auch schön im Nutzbestand. Deswegen wollte ich die jetzt ja auch nicht alle warten jetzt einsammeln. Also Tom, da muss es wahrscheinlich nur genau auf diesen kleinen Zipfel gewesen sein, weil ich komme ja wunderbar vorbei. Und außerdem, Tom, heißt das Ding hier wie 50 Ballen, also von daher... Ja. Wenn ich habe eigentlich das Lenkrad nicht angefasst, einfach nur laufen lassen und dann hat es auf einmal dort nicht abwärts getrieben. Ja, dann ist, da müssen wir da noch mal gucken. Hast du den Lukas? Ach, warum? Warte mal, rückwärts. Gehört dazu nicht, ja, warte mal, ganz kurz. Ich würde sagen, so ganz unerwartet, der Löcher, flupp. Du hattest mir gerade alles hier verbogen. Ich muss hier erstmal hier, ne, den Ganghebel wieder befreien. Du hast die in 17er noch nicht richtig gekannt. Aber das kommt davon, Lukas, wenn man so rumheizt, ne? Zeitdruck. Zeitdruck. Machen wir einen Zeitdruck. Ne, Tom? Wie war das eine Mal mit den einen Trecker versenken? Bei was? Da bin kann ich das jetzt... auch Trecker versenken? Ja, aber im Schlammloch. Ach so. Was eigentlich so. Meine? Das wird noch eine Weile dauern, bis der Schlamm ins 19er kommt. Wenn die da erst noch eine andere Map bauen vorher. Ja, die soll jetzt ja fertig sein, angeblich. Ja, die haben jetzt noch eine 17er Map gebaut und jetzt würden die ja noch eine 19er Map bauen. Ja. Aber die 17er soll abgeschlossen sein. Schieß mal kurz zum Tom vor. Dann schieß mal. Wo ist der Schuss? Ja, das ist eine Art der Einschlag, wenn es bei mir scheppert. Ah. Und da kommt der Schall zurück, ja? Schall Unterschall, zurück. Unterschallpatronen gibt es auch, der hörst du den Schuss nicht so. Aha. Uiuiui. Ui, ui. Wie war das mit der Bremse und so? Und Schwerkraft und Schieben? Michi, du müsstest das eigentlich wissen. Was denn? Ja, Physik, ne? Auf nie aufgepasst oder was? Physik ist scheiße. Matze. Wegen Schieben und so. Was verlangst du eigentlich alles auf den Samstag ein?
Hast du jetzt noch eingeholt? Was noch eingeholt? Tiger, warum hast du eigentlich deinen Hänger hinten dran? Weil das Problem ist, dass die Hänger, wenn du vorne ein Autoloadfahrzeug dran hast, dass der Autoload vom Hänger nicht funktioniert. Ja, das ist noch nicht ausgeführt. Dann wollen wir dann erstmal hier die andere Seite fertig machen, weil das ist, das sind vielleicht noch 200 Bahnen. Ja. Jetzt bin ich ein Stück in der Innenansicht gefahren und hab natürlich die Peilung vergessen. Nee, gleich was stehen lassen, aber die paar Krümel. Andere Richtung, Tom. Meinst du das andere links soll ich nehmen? Ja, das andere rechts. Da jagt er mich ja über das Feld. Ich. Wo denn? Du bist da gerade nur am Hin- und Herkurbeln. Seht ihr das doch? Gut, noch einmal hier hoch und dann haben wir den Streifen hier unten jedenfalls weggeputzt. Ja, warte, Michi. Nicht, dass ich anecke. Wie viel Ballen kriegst du denn drauf, Tiger? Achte. Ich hab jetzt schon 16 runtergeholt. Wo schaffst du hin? Fotobeschallager. Kacke. Ich ist gerade von der Bahn gedriftet. So, werden sie irgendwo anders eher gebraucht? Nee. Dann bräuchte man so im nächsten Mal nur noch die Silage ein bisschen vollballern da dem Ding, dann hat man erstmal ordentlich Futter. Rüssel raus. Komm doch erstmal in meine Nähe. Nee, Lukas, ich brauche noch nicht. Er hat es aber noch gemacht. Die drei Körner, die du noch drauf gekriegt hast. Ah, die drei Körner. Da, wo soll der Mist jetzt hin? Ich würde sagen ins Lager, ne? Hoflager. Fährst ja, in die falsche Richtung. Was haben wir noch gesagt? Saatgut. Ah ja, eine Ladung Saatgut. Ist das jetzt auch der erste Trailer, der voll ist? Ne, ich hab vorhin schon eine Saatgut. Ach so. Du hast schon eine Saatgut. Ja. Dann schafft es gleich drüben bei der Mehlproduktion rein, bevor du hier oben noch. Jetzt habe ich hier erstmal einen der tollen rot-weißen Stecken erwischt. Ach, wie kommst du denn da drauf? Das ist noch schön. Aha. Hab gleich ja. Einen aus und hauen die um die Ohren. So, wo soll der Scheiß jetzt hin? Mach doch. Zur Mehlmühle, bist fast richtig. Eigentlich spürst die Straße ein Stück vorfahren, so wie du jetzt stehst. Da vorne. Entschuldigung, ich habe die Orientierung verloren. Wir machen nochmal einen MIP-Kunde, ne, mit Tom. Vor allen Dingen, wann hatte der mal eine Orientierung? Ach. War ich auch nicht so wirklich. Ja, man merkt, es ist schief gewesen. Oder ist es hier oben ein bisschen breiter? Hier unten. Nö, du hast unten schräg angesetzt, deswegen immer diagonal hast du ungefähr gezogen. Ja, du wolltest um die Spitze beim Wald treffen. Genau. Dafür ist es aber relativ gerade geworden.
Na komm Tom, los rum. Lukas, langsam. Schon wieder voll. Dann in welchen von den beiden Triggern muss ich den Mist jetzt einschmeißen? Ach, in den weißen. Schon klar. Ja, Tom, in was dem für dich an dem alten Gebäude dran. Ja, ja. Tom, was wieder für dich jetzt zum Fotografieren? Ist da nicht sogar ein Schild dran, Produktion? Ja. Nein. Doch. Nee, dort nicht. Aber nein, da, wo Schild ist nicht, aber da, wo eine Anzeige ist. Ja. Und 17 hattest du dann auch ein Schild gehabt, oder? Bei manchen Dingern ja, aber dort glaube ich nicht. Echt, ja, das andere. Das andere ist ja eindeutig, dass das bloß Silos sind. Ach, könnte sein. Och, könnte sein, sagt er. So. Hast du Fotos gemacht? Ja. Super. Boah, guck doch an, jetzt macht der Lässt sogar noch was stehen da. Mm. Ja, wenn man ein bisschen schräg von vorn drauf schaut. Ja, Lukas fährt da immer vor und zurück und da ist das auch vernichtet. Aber man merkt, dass überhaupt kein Ertrag groß da, ey. Ungedüngt, ohne Kalk und es muss gepflügt werden. So, jetzt muss ich mal kurz eine Ladung Silage reinpacken. Da auch so. Ja, das ist mehr als genug. Denke ich mal, erstmal jetzt waren da über 200.000 Liter Mischfutter schon drin. Ja, die Kühe fressen es aber halt ja auch im Kopf. Das ist... Ja, ich habe vorhin schon mal geguckt, Tom. Also, man kriegt zumindest schon mal ja, die. Die Silage aus dem Silo schon mal auf jeden Fall schon mal raus. Ich hab schon mal eine Schaufel voll gemacht. Ach so, da unten, was wir gestern Abend gequatscht haben. Ja, nee, was mir nachher drum ging, ist, ob das zu 100% leer machen kann. Ja, 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 ja. Weil es war erstmal wichtig zu sehen, ob es überhaupt was rauskommt. Ne? Ja. Weil da hatten ja auch selbst Original-Maps am Anfang Probleme. Im Grunde genommen ist es ja ein Original Durchfahrsilo, bloß andere Wände außen ran gesetzt. Hier oben. Ja, da steht noch hier oben, das haben wir es jetzt. Ich glaube, Tom, du kommst mir gerade entgegen, ne? Von links rum. Warte. Doch, was ist los? Ich fahr mit Rohr weg von der Frucht. Wenn du dich jetzt auf der anderen Seite ausrichten tätest. Dann passt das wieder. Ich fahr weiter runter, dann mach ich nochmal Durchstich hier. Ach. Ich bin noch einmal kurz durch hier. Müsste eigentlich passen. Es ist aber ja gerade eine schöne schräge Stelle, wo es mich weggedriftet hat. Ja. Siehst du auch schön von der Seite, ja. Aber es gehört dazu. Gerade kann ja jeder. Hier war schon wieder ein Schlenker.
Du, wer musste jetzt abmoderieren? Ich, ha? Nee, das war ich. Das ist schon wieder soweit. Das war ein Hinweis. Mensch, hab's dir noch gleich zum Grübeln gebracht. Oh, war nicht mit Gottchen. Absicht. Ja, da würde ich mal sagen, ne, denk an die Kommis, an die Däumchen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und tschüssi. Und tschüssi. Ciao.